Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Also, eine Konzeptsendung würde ich es jetzt zwar nicht nennen, aber wir haben drei thematisch doch zueinander passende Filme gefunden. Zwei davon wurden auf der Queerfilmnacht gezeigt und der dritte behandelt das Thema Transgender/Transsexualität und zwar schon vor der Pubertät. Machen wir die Bühne frei für Sarah, Andi und Paul. Die sprechen über die Filme in dieser Reihenfolge. Erst Minyan und dann eine total normale Familie. Und dann hört ihr meine Stimme nochmal. Diesmal aber tatkräftig unterstützt von Lida. Und wir unterhalten uns über den Dokumentarfilm Kleines Mädchen, der auch schon unter den Titeln Little Girl, Petite Fille oder einfach nur ein Mädchen auf Arte lief. In dem Sinne, Ohren auf, zuhören und Likes da lassen. Viel Spaß! So, herzlich willkommen am Telestammtisch. Wir besprechen heute zwei Filme aus der Queerfilmnacht, Queerfilmfestival. Ich bin da jetzt ganz neu dazu gestoßen. Ich habe gehört, meine zwei Gäste heute, die haben da schon was besprochen dazu. Und zwar ist es einmal die Sarah. Hallo. Und der Paul. Hallo. Guten Abend. Ja, wie schon gesagt, ihr habt euch da schon mit beschäftigt. Könnt ihr mir ein bisschen was erklären zu dieser Filmnacht oder Film, wie hieß es denn jetzt eigentlich? Queerfilmnacht. Queernacht. Queerfilmnacht. Ah, okay. Und Paul, du hast ja schon erzählt, wie das läuft. Also das ist jetzt alles online und da laufen jeden Monat laufen dort zwei Filme, die man sich eben dort angucken kann, die man sich dort für 9,90 €, glaube ich, ansehen kann. Und die drehen sich eben alle um das Thema Queer. Und da haben wir letzten Monat, habe ich besprochen, Moffi zusammen mit der Luisa und Sarah. Du hattest Der Prinz geschaut, wobei ich nicht weiß, genau, wann genau der lief. Lief der auch im Januar? Ah, ich glaube, da lief es sogar im Dezember, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen gerade. Na gut, jedenfalls haben wir da jetzt heute wieder zwei dieser Filme, die eben jetzt im Februar abrufbar sind für euch. Und das sind einmal Eine total normale Familie und Minyan. Oder wie? Minyan, okay. Es hängt davon ab, wie man es ausspricht. Deutsch, Englisch, so leicht. Minyan, ich habe schon. Hebräisch. Als Andi gesagt hat, welche zwei Filme er gesehen hat, habe ich gedacht, die Minions? Weil er hat das so komisch ausgesprochen und ich war erst auf der falschen Fährte. Aber ja, stimmt, Minyan geschrieben. Ja, wie auch immer ausgesprochen. Genau, ich habe gerade noch gesehen, Eine total normale Familie, den Beitrag aus Dänemark, soweit ich weiß, den kann man sich auch auf YouTube mittlerweile ausleihen, also wahrscheinlich dann auch noch länger. Ich weiß nicht, wie es bei der Queerfilmnacht ist, ob die dann immer abrufbar sind noch, auch jetzt über den Februar hinaus, aber wenn wir sie euch schmackhaft gemacht haben, könnt ihr auf jeden Fall Eine total normale Familie auch auf YouTube gucken, so als kleiner Tipp. Genau, von euch hat jetzt jeder einen gesehen. Ich habe schon wieder vergessen wahrscheinlich, das bringe ich jetzt durcheinander, aber Sarah, du hast Minyan gesehen. Genau. Okay, richtig. Stimmt, du hast ja vorher noch gesagt, du hast immer die Filme mit den Sexszenen ausgewählt. Es ist ein Talent. Unwissentlich. Genau. Wollen wir mit dem gleich starten? Mir ist es egal, ich habe beide gesehen. Wir können gerne einfach mal mit Minyan anfangen. Ja, ich habe noch kurzer Nachtrag. Ich habe gerade mal geguckt, ob man die Filme vom letzten Monat auch noch abrufen kann. Ich kann zumindest draufklicken auf jetzt streamen. Und es kann gut sein, dass die dann vielleicht auch noch nach dem Monat dort verfügbar auf der Seite ansehbar sind. Also falls ihr sie im März hört und ihr trotzdem einen von diesen Filmen sehen wird, dann besucht doch mal die Seite und vielleicht habt ihr noch Glück und ihr könnt es auch noch streamen. Jo, dann besprechen wir mal, ob sich das dann auch lohnt. Genau. Genau. Dann, ja, Sarah, magst du mir mal kurz erzählen, worum es in diesem Minyan geht? Das kann ich gerne tun. Also Minyan ist ein Film aus dem Jahre 2020 von Eric Steele. Und es geht darum, dass wir den David verfolgen, der ist ein 17-jähriger Junge aus Brooklyn und er lebt dort im russisch-jüdischen Viertel und er lebt jetzt zum ersten Mal seine Sexualität und da wir hier bei der Queerfilmnacht sind, ist es natürlich jetzt nicht gerade straight, was er da gerade empfindet, sondern er bemerkt, dass er homosexuell ist und das ist in den 1980er Jahren natürlich eine ganz eigene Thematik zusammen mit den Erwartungen seiner Familie als jüdischer Mann. Geholfen wird ihm dabei aber von seiner Familie erstaunlicherweise.
Mehr sage ich dazu nicht. Von seinem Großvater, der zu dem hat er ein sehr gutes Verhältnis und der ist ja auch so ein bisschen die zweite Hauptrolle, kann man sagen. Ich liebe diesen Großvater. Ja, jetzt habe ich den Namen gerade schon wieder nicht parat. Ron Rifkin heißt der Schauspieler. Den könnte man kennen. Ich weiß zwar gerade nicht aus welchen Filmen, aber den habe ich schon öfter gesehen. Ja, also man kennt das Gesicht. Man kennt das Gesicht. Ja, genau. Genauso wie Mark Margolis habe ich hier gerade noch gesehen. Den kannte ich aus Breaking Bad. Der Typ, der im Rollstuhl mit seiner Klingel immer so rumfährt. Irgendwie. Fand ich ganz cool. Ich habe mich nicht so richtig auf den Film jetzt vorbereitet. Ich habe ihn mir einfach mal planlos angeschaut. Aber habe mich dann gefreut, die zu sehen irgendwie. Also durchaus prominent besetzt, kann man sagen. Ich fand auch den Hauptdarsteller Samuel Levine heißt er. Also fand ich auch super. Also großartig gespielt fand ich den, kann ich schon mal sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das kann ich auch nur unterstützen. Also die Schauspieler haben sich da echt ihr Geld verdient. die haben da gut dran gearbeitet. Und ich fand es auch so gespielt, dass man das Gefühl hatte, man ist da mit da drin. Also die Kameraführung hat natürlich auch geholfen. Und ich sag mal, Drehbuch und Regie wahrscheinlich auch. Aber die Schauspieler haben wirklich alles gegeben und man hatte nicht das Gefühl, dass man gerade Schauspieler anguckt, sondern, also ich hatte das Gefühl, dass ich gerade einer Familie dabei zugucke, wie die versuchen, ihr Leben zu leben. Mhm. Das war ganz cool. Ja, was mir noch, bevor ich es vergesse, was mir auch noch sehr gut gefallen hat, war die Musik. Da habe ich auch gleich danach gegoogelt, ob ich das irgendwo rausfinden kann. Ich habe jetzt nur rausgefunden, wer das gemacht hat. Also das war irgendwie David Krakauer oder so. Das ist wohl der heutzutage bekannteste Klarinettist, der so unterwegs ist oder keine Ahnung. Und das war, der hat da das erste Mal irgendwie einen Film-Soundtrack gemacht. Der hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ihn jetzt leider nicht gefunden auf Spotify oder so. Hätte ich gerne mal so nebenbei gehört, aber nicht gefunden. Aber dieser Herr Krakauer, das gefällt mir mittlerweile sehr gut, was der macht. Ja, aber sonst jetzt zu dem Film. Also wie du ja schon gesagt hast, geht es da um diese Familie und der David hilft ja seinem Großvater in irgendein jüdisches Seniorenheim zu kommen und deswegen muss er da bei diesem Ritual oder wie nennt man das? Sozialhilfewohnungen sind das. Genau. Das ist gar nicht mal ein Altenheim. Ja, okay. Nee, ich habe jetzt nur an Seniorenheim gedacht, weil die meisten Leute, die er da trifft, sind ja doch eher so ein bisschen älter. Ja. Und da trifft er eben auch auf dieses ältere Paar, kann man schon sagen. Das habe ich jetzt immer in den Synopsen? Nee, in den Zusammenfassungen des Films. habe ich immer gelesen, dass er da das ältere homosexuelle Paar kennenlernt, wo er eben auch rausfindet, dass jetzt doch unter Juden halt eben auch diese liebevollen, gleichgeschlechtlichen Beziehungen auch stattfinden. Das fand ich ganz spannend, weil ich hatte jetzt halt nicht unbedingt in dem Film wurde das mir nicht ganz so deutlich klar, keine Ahnung, dass die jetzt halt auch schwul sind. Also die waren sehr liebevoll miteinander und hatten ein inniges Verhältnis und haben ja schon die Schrecken des Krieges zusammen durchlebt und so und wohnen da jetzt zu zweit in dieser Wohnung. Aber hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass die auch schwul sind. Also ich hatte schon mir gedacht, als ich den Film geguckt habe, ich hatte mir vorher keine Synopsis durchgelesen. Das war wahrscheinlich, also ich bin halt deswegen auch so ein bisschen, ich sag mal, mit diesem Blick reingegangen, so, wer ist jetzt hier schwul? Weil ich halt wusste, okay, es ist die Queer-Filmnacht. Irgendeine dieser Beziehungen wird queer sein. Ja, also ich fand es sehr süß gemacht, weil wie du gesagt hast, es war innig, es war herzlich. Mhm. Man hat, finde ich, die Liebe gespürt. Ohne dass irgendwie, wie du gesagt hast, es wurde halt nicht offensichtlich gemacht, dass die sich da wild knutschend an der Wand irgendwo festhalten. Und das fand ich eh eine der Stärken des Films. Ich glaube, das wurde auch in irgendeiner Kritik, also in einer positiven Kritik, jetzt weiß ich nicht mehr, welche Zeitung es war, aber der Film lief ja letztes Jahr schon auf der Berlinale. Und da habe ich dann irgendwie gelesen, dass der halt sehr feinfühlig ist und viel, viel angedeutet wird. Weil am Anfang jetzt, wo David halt immer in der Schule so unterwegs ist, sieht man ja auch öfter, wie er halt einfach länger mal irgendeinen anderen Typen halt anschaut irgendwie. Und dann ist es sehr unterschwellig am Anfang. Also es wird dann ja, wie wir schon anfangs gesagt haben, wird dann schon auch mal intensiver. Intimer, genau. Aber er ist sehr ruhig, der Film. Also das gefällt mir aber auch sehr gut. Ich fand es auch sehr schön, dass sie immer so ein bisschen gespielt haben. Es gibt auch Szenen, wo er dann mit Männern im Park verschwindet. Aber das dann ist auch ein Cut. Also der Mann geht, er geht, Cut. Und es werden nur explizite Szenen gezeigt, wo sie wirklich etwas bedeuten für den Protagonisten. Mhm. Und das fand ich, also
ja, ob man sie jetzt drin haben muss oder nicht, darüber kann man sich streiten, aber ich fand es gut gewählt von dem, was sie gezeigt haben. Was ich persönlich sehr ergreifend fand, waren halt diese Namen in der Küche. Oh ja, ja. Wo man das erste Mal gemerkt hat, oh mein Gott, dieser David, wie auch immer, der hat halt keine Ahnung, was der sich da für Gefahren gerade aussetzt. Und als das fand ich auch spannend. Dass der so naiv ist. Und das fand ich ein bisschen ein Problem. Also ich habe jetzt auch halt erst danach in der Zusammenfassung gelesen, dass der 17 sein sollte. Irgendwie habe ich immer gedacht, der wäre älter. Und ich habe es dann erst gecheckt, wo er sich mal irgendwie Alkohol kaufen lässt, weil er es sich selber nicht darf und so. Und da habe ich erst gecheckt, okay, wie alt soll der Typ sein? Und habe jetzt gelesen, der soll 17 sein. Ja. Und das fand ich ein bisschen komisch. Und eben, dass er halt auch so naiv ist. Also, dass er da mehr oder weniger noch nie was von gehört hat. Ja gut, wenn man sich überlegt, wo er aufgewachsen ist, er kommt halt aus einer ich sage jetzt nicht erzkonservativen, aber aus einer sehr konservativen jüdischen Familie aus Russland. Hm. Ja, hat da viel mit seinem Opa zu tun. Ging ja auch jahrelang nur auf diese jüdische Schule, was er ja selber angeprangert hat, wo er meinte, das bringt mir halt nichts, ich brauche eine echte Schule. Ja. Woher soll er es denn wissen? Das war ja damals ein ganz großes Tabuthema. Das hat keiner angesprochen. Es sind eh noch viele andere Themen drin, weil wie wir schon gesagt haben, seine Eltern jetzt, mit denen hat er jetzt nicht so das Mit seiner Mutter schon, aber mit seinem Vater hat er jetzt nicht so das beste Verhältnis, weil der Großvater ist ja so der Ersatzvater schon fast. Und man sieht ja auch an einer Stelle, wie der Vater die Familie, also seine Frau, betrügt irgendwie, glaube ich. Ja, sehr, ja. Und da war die Mutter erzählt ja auch mal so eine Geschichte, dass sie halt keine Zulassung gekriegt hat und so weiter. Also, weil sie ja Ärztin ist, aber dann nur als Sekretärin arbeitet und so. Und da sind viele solche Themen drin, aber die werden halt echt einfach nur so kurz angeschnitten und das fand ich schon echt auch ganz geschmackvoll. Also man sieht sehr viel, viel wird angeschnitten. Dadurch, dass er so ruhig ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich fand ihn auch eigentlich durchweg unterhaltsam. Ich kann mir nur vorstellen, dass es, böse gesagt, für viele Leute einfach so ein bisschen zäh ist oder ein bisschen langweilig. Es gibt halt keinen Plotpoint, der jetzt erreicht werden muss. Ja, genau. Also man könnte diese ganzen Themen halt auch ein bisschen drastischer umsetzen irgendwie oder halt fokussierter halt auch. Der Regisseur wirklich drauf für entschieden, das zu sagen, nee, das mache ich hier realistisch. Ja. Und ich persönlich, was du gerade angesprochen hast mit diesen angeschnittenen Themen, ich fand das total toll, weil ich hatte das Gefühl, dass es genau diese Themen waren, die David gebraucht hat, um sich weiterzuentwickeln, um als Mensch zu wachsen. Und ich fand diese letzte Szene mit seiner Mutter in seinem Kinderzimmer total stark, also stark geschauspielert, aber auch inhaltlich stark, weil das war so ein bisschen dieser Freispruch für ihn. Das war eine von diesen Szenen eben auch, wo das wieder unterstrichen wird, dass er viel andeutet in dem Film oder viel unausgesprochen bleibt, weil seine Mutter dann irgendwie, was sagt sie nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht, den Wortlaut, aber. Meine Eltern dachten, es wäre das Beste für mich gewesen, und also zu heiraten und dann nicht mehr seine Träume zu verfolgen, und dann guckt sie ihn nur so bedeutungsschwer an. Ja, sie sagt dann noch irgendwas zu ihm. Wie kam es dazu? Oder nee, ich weiß nicht mehr genau. Also halt. Sie hat das Buch gefunden. Genau, wo du weißt, okay, sie hat das jetzt rausgefunden, also weiß Bescheid mehr oder weniger über seine Homosexualität, aber es wird jetzt nicht so explizit halt ausgesprochen, aber das fand ich auch total, einfühlsam. Ich fand es schon relativ explizit, weil sie hat ja gefragt, weiß dein Vater Bescheid, und dann direkt von beidem. War's. Genau, das war das. Den Wortlaut habe ich gesucht, irgendwie weiß er über alle das Bescheid oder so. Genau. Keine Ahnung. Sie hat halt nochmal explizit gesagt, dieses von allem Bescheid. Und da wusste man selber, okay, es geht jetzt nicht nur ums College hier. Ja, das fand ich ganz spannend. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was für Bücher. Das spielt eine große Rolle in dem Film, immer diese Bücher, die gelesen werden, weil man sieht doch am Anfang, dieser Barkeeper liest das eine Buch, was er dann auch liest, und im Unterricht in der Schule sieht man ja auch öfter. Das ist das gleiche Buch, was sie lesen übrigens. Okay. Da geht es um einen Homosexuellen, der seine Gelüste in Italien, glaube ich, in Paris spielt das. Dann macht es natürlich Sinn. Genau, und er unterdrückt seine Gelüste, und das endet in einer ganz großen Tragik. Also alle, so ungefähr wie Romeo und Julia, alle sterben am Ende. Das ist ein ganz berühmtes Buch, also wird öfter mal im Englischunterricht bewertet. Okay, cool. Ja, das fand ich halt, da bin ich jetzt vielleicht nicht so belesen, leider. Aber trotzdem kann man, wenn man eins und eins zusammenzählt, das schon ungefähr nachvollziehen, was da so ungefähr gespielt wird. Das fand ich halt eh auch spannend, weil ich kenne mich jetzt mit dem Judentum und jetzt auch, weil dieser titelgebende Minyan eben dieses
diese Zeremonie oder was auch immer, wofür du diese 10 Leute brauchst und solche, da stecke ich halt überhaupt nicht drin in diesen Themen. Fand's aber ein cooles Setting, also so ein cooles Surrounding für so eine Geschichte. Und man merkt, finde ich, auch ein bisschen, also ich habe noch ein Interview mit diesem Eric Steele gesehen, das ist anscheinend halt auch relativ autobiografisch. Also das wirkt sehr real, weil wenn du jetzt einfach so ein fiktives Drehbuch schreibst, glaube ich, würde man auf viele solche Sachen nicht kommen, weil es irgendwie doch eher ungewöhnlich ist. Aber wenn er das selber so in die Richtung erlebt hat, dann ist das macht das klar. Natürlich Sinn. Ja. Nö, aber mir hat er echt auch sehr gut gefallen in seiner Ruhigkeit und halt eben vor allem das Schauspiel und die Musik. Ja, also mir hat auch der Schnitt und die Kameraführung total gut gefallen. Hm. Das wechselt immer zwischen ganz kurze Shaky Cam, wo ich dann kurz am Überlegen war, was machst du da jetzt? Aber das sind wirklich nur an Szenen, wo es passt. Und dann ist wieder cooler Schnitt. Und ich mag auch das Zusammenspiel von keinem Sound zu einer Szene. Ja, ja, ja. Also es gibt ein paar Szenen, wo einfach gar kein Sound ist. Ich habe kurz gedacht, meine Boxen sind kaputt. Aber es hat sehr gut gepasst. Ja. Ja, wenn du noch was hast zu dem Film, dann hau raus. Ich wäre fazitbereit sozusagen. Ich glaube, das Wichtigste haben wir auch erwähnt. Das ist halt ein Film, wo man nicht diesen 3-Akt-Zyklus irgendwie abarbeitet. Also es wird nicht ein Plot aufgebaut und dann wird er abgearbeitet. Und ich glaube, mit der Erwartung sollte man auch nicht in den Film gehen. Das würde ich nur einmal vorwarnen. Aber es ist ein wunderschöner Film. Ja, ich fand's auch cool. Der war die ganze Zeit so ruhig und jetzt irgendwie auch der David, also der Hauptdarsteller, der sagt ja auch nicht viel irgendwie und ist relativ ruhig, aber wenn er dann einen Ausbruch hat, also am Schluss geht's ja nochmal darum, dass eben dieser eine Nachbar, nachdem der andere stirbt und so, brauchen wir jetzt nicht, also von Spoilern kann man bei dem Film jetzt vielleicht auch nicht reden, aber es wird dann schon sehr dramatisch und er wird dann auch mal emotional und dann haut es irgendwie, finde ich, noch mehr rein, dadurch, dass es halt sonst so ruhig war irgendwie. Ja, und auch ganz am Ende, das hat mich echt mitgenommen, wie dann auch der Rabbi dann irgendwie sagt, so, du warst entscheidend, so, du bist ja, entscheidend. Ja. Da dachte ich, ach ja, sag's dem Kind, gib ihm Mut. Er schafft das. Das war schön. Ja, und der Großvater, der haut ja auch so ein paar Weisheiten raus, irgendwie so, aber halt. Der unterstützt halt das Coming-out irgendwie voll. Also ich glaube, der weiß schön, das schon lange. Ja, eben, genau, weil er unterbricht ihn dann ja auch so von wegen, hey, du brauchst es mir nicht zu sagen, ich check es schon und es ist okay. Das fand ich echt ganz schön. Ja, das war echt schön. Nö, aber wenn wir jetzt hier eine Wertung abgeben müssten, ich würde dem 3,5 geben. Also ich fand den wirklich sehr schön. Ich kannte mich mit einigen Themen da jetzt nicht zu sehr aus und ich habe lange gebraucht, um da reinzukommen. Aber dann wird es dann doch so ein bisschen, kommt er so ins Rollen so langsam. Und dann war ich doch emotional auch dabei und so. Aber ich fand ihn schon sehr ruhig. Also nur als Erklärung, warum ich jetzt nicht 4 oder 5 gebe oder so. Aber ich fand ihn eigentlich toll. Jo. Ja, also mir hat gerade das Ruhige gefallen. Also ich liebe Actionfilme, aber ab und zu auch mal was Ruhiges gesetzt, das ist irgendwie auch ganz nett. Und alles in allem mit, ich sag mal, obwohl es nicht so wirklich viel Story gibt, würde ich ihm sogar 4,5 von 5 geben. Hat mir echt gefallen. Ja, sehr schön. Nice. Klingt nach gut investierten 2 Stunden. Jo. Ja, das darf man nicht vergessen, erst 2 Stunden. Ja, irgendwie immer, wenn es so vielleicht auch ein bisschen zu sehr dahin plätschert, jetzt mal negativ gesagt oder so, hat er aber doch immer wieder Sachen eingestreut, wo ich dann wieder mitfiebern konnte oder halt wo es mir Sachen hingeschmissen hat, irgendwie, wo ich dann doch wieder bei der Stange war irgendwie. Und das hat ein gutes Pacing, kann man sagen, also in seiner ganzen Ruhigkeit, sag ich schon wieder. Es wurde in der Ruhe nie langweilig. Ruhe. Danke, ich habe heute Wortfindungsstörungen, aber dafür seid ihr ja hier, sehr gut. Genau, wir unterstützen dich. Ja, danke. Ja, dann brauche ich gleich mal die Unterstützung von Paul, wenn wir zum nächsten Film kommen. Aus Dänemark, eine total normale Familie. Ja, genau. Klingt, ja, das sind so Titel, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er im Original heißt. Ich glaube, der heißt auch so halt nur auf Dänisch, denke ich mal. Ja, ich glaube auch. Ja, okay. Aber ob der Film trotzdem super ist, trotz dieses generischen Titels, sage ich jetzt mal, erzählt uns der Paul oder erzählt uns erstmal, worum es da so geht. Ja, es geht um
eine Familie, Überraschung, die bestehend aus Emma, deren großen Schwester und Mutter und Vater. Und ja, bisher läuft alles ganz normal in deren Leben. Emma spielt Fußball und kann sich eben zum Beispiel über einen Hund freuen, den die Familie aufnimmt. Und dann kommt es dazu, dass ihr Vater Thomas, dass er fortan als Frau leben möchte. Er outet sich als trans und ja, sich die Eltern deswegen scheiden lassen. Und dann ja, spinnt sich der Film so ein bisschen darum, wie geht die Familie damit um, aber vor allen Dingen, wie geht Emma damit um, mit dieser Welt, die dann doch irgendwie für sie zumindest auf den Kopf gestellt wird. Ja. Ja, ich fand den Film irgendwie ganz, ganz interessant gemacht, weil das fängt ja so ein bisschen an mit so Home-Videos aus der Kindheit und so. Und wie du schon gesagt hast, konzentriert sich es dann ja doch hauptsächlich auf die Sicht der kleinen Schwester, also der Emma. Weil die größere Schwester hatte erstmal überhaupt gar kein Problem damit. Und die haut ja auch teilweise richtig starke Sätze raus, wo sie sagt, irgendwie kannst du ihn nicht einfach so akzeptieren, wie er ist, oder ihn nicht noch trotzdem noch lieben, so ungefähr. Aber irgendwie fand ich es ganz spannend, weil Emma, die hat ja schon eher ein Problem damit und schämt sich ja auch so ein bisschen dafür vor ihren Schulkollegen und so. Aber es gibt jetzt auch, was ich auch ganz gut fand, kein allzu großes Drama. Also irgendwie hat er so ein bisschen naheliegende Dramen relativ gut umschifft, fand ich. Ja, er war nicht so überdramatisiert. Er hat auch kaum Szenen, wo jetzt so eine melodramatische Musik oder so einsetzt und man so wirklich so die Gefühle rauskitzeln möchte, sondern er beobachtet mehr so die Reaktionen von den Charakteren, was hier ziemlich gut rüberkommt, muss ich sagen. Natürlich kommt die, ich glaube, sie ist 11 Jahre, wird ihr Bild dadurch vollkommen auf den Kopf gestellt oder so. Die ältere Schwester, die ist schon, was ist sie, 3 Jahre älter vielleicht? Ja, ich glaube 14 oder 15, sie hat ja Jugendweihe, glaube ich. Und sie versteht das ja schon ganz anders oder so. Und ihr fällt es da wahrscheinlich auch leichter, sich da einfach, sie ist auch nicht mehr so auf ihren Vater bezogen. Jetzt ist der Vater ja noch für Emma noch ein ganz anderes Vorbild, dadurch, dass er sie auch zum Fußball gebracht hat und so weiter. Mhm. Deswegen wird sie da noch mehr durcheinander geworfen und ich finde, der Film schafft es toll, trotz dass er eben diesen Fokus auf Emma hat, auch den Vater oder dann eben die Agnete, schafft es beide Seiten oder zumindest die Seiten immer so auszuleuchten, dass man beides immer sehr gut nachvollziehen kann. Ja, sie gibt sich dann, also eher sie, wie gesagt, Agnete, dann mittlerweile gibt sich halt total Mühe, das alles trotzdem noch zusammenzuhalten, weil dann will sie ja mit ihren Töchtern in den Urlaub fahren. Was ich ein bisschen schade fand, dass die Mutter, also die Ex-Ehefrau sozusagen, dass die dann so ein bisschen hinten runterfällt. Also irgendwie nach der Trennung oder nach der Geschlechtsumwandlung ist die jetzt nicht mehr so richtig präsent, hatte ich das Gefühl. Also wie sie damit umgeht, das hätte mich auch noch vielleicht ein bisschen interessiert, aber man sieht eigentlich nur, wie die zwei Töchter, also die eine kommt super damit klar und die andere halt nicht so, aber sie versuchen es halt einfach irgendwie. Und wie die Mutter, also die Ex-Frau sozusagen, damit umgeht, weil für die ist es natürlich auch nicht so einfach und nicht so schön, eventuell, weiß ich nicht. Also die taucht schon ein, zwei Mal noch auf, aber irgendwie wie das problematisch sein könnte für eben so eine Ehefrau, deren Mann dann auf einmal ein Coming-out hat und sagt, ja, sorry, wir müssen uns jetzt scheiden lassen. Obwohl, das wurde gar nicht so richtig bearbeitet, hatte ich das Gefühl. Also, die Ehefrau wollte ja die Scheidung, oder? Ja, wie war das? Ja, ich glaube schon. Aber also mich hat es da in dem Sinne gar nicht gestört, weil ich glaube auch nicht, dass man wirklich, also die große Schwester zum Beispiel, weiß man ja auch nicht genau, wie sie damit zurechtkommt. Na klar, tritt sie dafür richtig ein, aber so einen richtigen Einblick erhält man in sie ja auch nicht. Also der Fokus liegt dann schon auf Emma und das fand ich dann auch gar nicht so schlimm, weil es eben, ja, die ein oder andere Sicht ein bisschen ausgespart wurde dafür, aber ja, die Sicht, wie ich finde, dann doch schön ausgearbeitet wurde. Das stimmt, also schon, nicht, alle. Eben schon allein diese Szene in der die Therapiesitzung, wo Agnete das erste Mal in Frauenkleidern erscheint und sich Emma diesen Schal ums Gesicht wickelt, um sie eben nicht zu sehen. Das ist ja schon allein aus ihrer Perspektive erzählt und die ganze Zeit nur verschwommen und man sieht auch Agnete die ganze Zeit über nicht. Ja, also die Perspektive ist da, denke ich, schon zentral. Ja, das stimmt schon. Ich fand es schon echt ganz schön bei dem Film, wie ich es ja vorher schon gesagt habe, dass es halt nie dann so
zu dramatisch wird, also weil eben, wo du schon gesagt hast, sie will das erst nicht sehen und bindet sich einen Schal um den Kopf, weil sie halt ihren Vater nicht als Frau sehen will, aber dann gibt es dann doch immer so ein bisschen so eine Versöhnung. Und welche Szene ich dann auch, die war relativ in der Mitte des Films und das war dann nicht so das super Happy End, sondern das war der irgendwann in der Mitte halt auf dieser Konfirmationsfeier, wo dann Emma mit ihrer neuen Mutter oder wie sagt man, Ex-Vater, da zusammen diesen Song für ihre Schwester singt. Das war ja, hatte ich ja Pipi in den Augen, hey. Das war so, ja, das war so emotional schön. Und da waren halt eben so immer wieder schöne, versöhnliche Momente gestreut und dann geht's halt doch wieder ein bisschen den Bach runter, wo sich dann eben Emma auf dieser einen Schulparty oder was auch immer das sein soll, da dann auf einmal ins Koma säuft irgendwie, weil sie halt einfach mit der Situation nicht klarkommt und so. Das hatte so ein Auf und Ab, was ich irgendwie ganz schön fand. Oder auch, wo dann der Vater, also der sie dann so ein bisschen vernachlässigt und dann mit ihr nicht mehr Fußball schauen will, da dachte ich schon wieder, oh, jetzt gibt's wieder Terror und Drama und so. Also es wird dann immer wieder relativ schnell abgefedert, so. Das fand ich ganz gut. Was jetzt hier nicht groß gezeigt wird, weil es ist jetzt, würde ich sagen, in dem Sinne kein Transgender-Drama, wenn man das so beschreiben möchte, weil es gibt jetzt keine großen Diskriminierungserfahrungen. Das Einzige, was man halt sieht, dass die Kinder oder so die, mit denen die eben Fußball spielt, Emma dafür necken oder auch ärgern, dass sie eben, dass ihr Vater Frauenkleider trägt und so weiter. Aber es wird jetzt kein, man sieht jetzt nichts, was zum Beispiel den Vater in seinem Job oder in seiner Umwelt oder so diskriminiert zum Beispiel. Das stimmt, eigentlich wird da relativ gut mit umgegangen. Ja, da ist er fast an manchen Stellen, wie du es vielleicht schon sagst, so ein Feel-Good-Movie, vor allen Dingen auch dieser Urlaub, der wirkte auch dann so recht harmonisch, was ich auch nicht schlecht fand. Ich muss dann sagen, gegen Ende, also gerade auch das mit dem Alkohol und so, das, keine Ahnung, das, da lässt er für mich nach, weil für mich das dann irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert hat. Und auch diese Sache, die dann, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier sagen soll, dass er dann ein Jobangebot erhält und so weiter. Und dann, ja, die ganze Sache, das weiß ich nicht, das hat mir so ein bisschen, ich will nicht sagen, den Charakter kaputt gemacht, aber so ein bisschen war ich damit nicht. Das waren dann so Standard-Dramen, Plotpoints, die man da so reingestreut hat, um halt einfach ein bisschen Konflikt nochmal aufzubauen. Aber dadurch, dass es dann immer doch relativ schnell wieder aufgelöst wird, ja, irgendwie. Aber irgendwas muss ja passieren in dem Film. Es wirkte ja halt dann so, dass, ja, da, wie können wir das jetzt in Anführungszeichen lösen? Ja, schicken wir ihn einfach weg. Ja. Und das, ja, hätte ich mir auch anders gewünscht vielleicht, aber zuvor muss ich sagen, da habe ich nicht viel zu meckern. Nö. Ich fand es auch schön, dass halt immer so diese kleinen Problemchen, die dann da so eingestreut werden, wie bei dem Film, den wir vorbesprochen haben, fand ich auch großartig gespielt und irgendwie auch die Kinderdarsteller, was ja öfter mal, keine Ahnung, sehr so ein Standardkritikpunkt oder so eine Schwäche öfter mal, wenn die Kinderschauspieler halt nicht überzeugend sind, aber das hat mir hier, das haben die echt super gemacht, finde ich. Und irgendwie auch dieses, wenn dann halt mal von irgendjemandem, der da Friseur oder sonst was im Nagelstudio dann halt irgendwie, ja, ihre Töchter sind aber schön wie die Mutter, so die Töchter oder so, und dann halt die Kleine dann nur fragt so, ja, wieso erzählst du dir jetzt nicht, wie es wirklich ist, dass du eigentlich unser Vater bist, und dann sieht man schon, wie es so an ihm nagt so ein bisschen. Also ihn fand ich auch super großartig gespielt irgendwie. Also ja, bei dem gab's ja dann ja schon wieder die Kontroverse, weil er ist, der Schauspieler selbst ist ja keine Transfrau. Okay. Und da gab es auch die ein oder andere kritische Stimme, die das wieder, das hatten wir zum Beispiel bei The Danish Girl mit Eddie Redmayne, war es, wo er auch eine Transfrau porträtiert hat und ja, aber er selbst auch nicht trans ist. Ich finde, ja, das kann man, also darüber kann man schon zu Recht debattieren, aber ich fand ihn auch, in seiner Darstellung fand ich ihn auch gut. Ja, am Schluss, also das ist auch so ein Film, da brauchen wir jetzt nicht viel spoilern. Es gibt dann halt doch noch am Ende so Szenen, wie sie dann halt jetzt nicht in diesem Mallorca-Urlaub, sondern halt in London dann zu sehen sind. Und einfach so, wie du die zusammen siehst, das hat sich so echt angefühlt. Also irgendwie, wie er dann halt mit seinen Töchtern eine gute Zeit hat, das fand ich immer sehr herzerwärmend irgendwie. Fand es total schön. Naja. Aber es ist schon auf jeden Fall kein schwerer Film. Also es ist schon viel. Mich hat mich überrascht. Ich habe gedacht, er geht erst so ein bisschen vielleicht doch in eine dramatischere Richtung, aber ja, der ist dann wirklich, ja, schön und basiert wohl auch auf persönlichen Erfahrungen der Regisseurin. Ja, wieder wie beim ersten Film auch. Finde ich auch spannend.
Obwohl ich fand es lustig jetzt, weil du gesagt hast, ich weiß nicht, ich habe den Trailer gesehen und dachte eigentlich zuerst, es wird eher noch ein bisschen beschwingter. Gut, und ich meine, die erste Hälfte des Films, da war ich erst ein bisschen überrascht, dass es doch sehr ernst und also wo dann die Familie erstmal so zerbricht, in Anführungszeichen, fand ich jetzt schon erstmal nicht so witzig, wie ich es mir vorgestellt habe. Also natürlich ist es nie witzig, wenn eine Familie zerbricht, aber trotzdem habe ich jetzt irgendwie mir den Film anfangs dann doch anders vorgestellt und dachte jetzt nach Minion, der doch sehr ruhig und sehr ernst war, dachte ich jetzt, jetzt was locker Leichtes. Aber dann war er doch anfangs erstmal nicht so locker leicht. Ja, ich war nur von der Prämisse ausgegangen, die darunter stand. Ich hatte jetzt noch nichts vom Trailer gesehen, aber ja. Okay. Schon fast viel gut, ja. Ja, eben, aber es war jetzt auch keine klassische Komödie oder so. Das habe ich ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Aber es war ein schönes Kontrastprogramm zu dem ersten Film. Also es war doch sehr unterschiedlich, aber in keine der Extreme abdriftend. Also. Und auch mal ein Film über, also ein Transfilm oder ein Film, ein queeres Thema, was ich zumindest noch nicht so häufig, vielleicht habe ich da einfach noch mein Fächer noch nicht weit genug offen, aber was ich zumindest jetzt noch nicht so häufig gesehen habe. Ja, geht mir ähnlich. Nö, ich werde jetzt auf jeden Fall auch dieses Queer-Film-Fest hier Programm im Auge behalten. Ja, vielleicht besprechen wir da nochmal was dazu. Hast du noch was zu dem? Nee, ich bin damit durch. Ach, nur das Einzige, was du von uns gesagt hast, nämlich diese Zwischeneinspiele, die es immer gibt von den Sommern, also quasi von den vergangenen Sommern oder so, fand ich mit der Zeit, haben die mich irgendwie so ein bisschen aus der Atmosphäre gerissen. Die fand ich dann gegen Ende vor allen Dingen dann nicht mehr ganz so toll. Aber das ist jetzt auch nur so diese Bilder diese aus der Vergangenheit. Home-Videoschnitzel, genau. Weil da kam irgendwie, das war auch bei dieser Feier da. Und dann war dieser Moment oder diese Szene, wo sie zum Beispiel dieses Lied singen und dann kurz darauf später oder nachdem sie Limbo getanzt haben oder so, da kam dann so ein harter Cut und da war ich so. Aber das fand ich aber auch schön, weil ich glaube, viele Filme hätten dann, wie du schon vorher gesagt hattest, das ein bisschen derber oder dramatischer gemacht. Aber jetzt zum Beispiel bei dieser Familienfeier war ja die größte Kontroverse mehr oder weniger, dass sich der Schwiegervater nicht dran gewöhnen kann, den jetzt halt Agnete zu nennen oder so. Ganz subtil, aber trotzdem hast du gemerkt, Das fand ich ganz schön eigentlich. Ja. Aber eigentlich, wie gesagt, stößt den jetzt keiner aus der Familie aus, sondern sie können sich halt nur nicht richtig dran gewöhnen. Fand ich eigentlich ganz subtil eingestreut, ganz schön. Nö, aber sonst, wenn du nichts mehr hast, geben wir hier auch noch ein kleines Fazit ab, oder? Ja, können wir machen. Ja, ich würde dem genauso wie dem anderen Film, also es ist ganz andere Richtung, aber ich würde dem auch 3,5 geben, weil ich fand den einfühlsam, ruhig, aber doch ein bisschen leichtere Kost als der andere vielleicht. Aber ich fand das eine schöne Kombination irgendwie. Wie gesagt, ich habe mir jetzt irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ein bisschen vermisst die Sicht der Mutter oder so, weil es mich einfach jetzt interessiert hätte, wie sie damit umgeht oder so, mit diesem Coming Out von ihrem Mann halt irgendwie. Aber wie du schon gesagt hast, war jetzt halt einfach nicht der Fokus des Films, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, diese Malu Rayman oder Rayman, also die Regisseurin, selber ja als Tochter einer Trans-Person aufgewachsen ist und deswegen war das ja so ihre Sicht so ungefähr. Und dass da dann darauf der Fokus lag, ist ja auch irgendwie klar. Ich würde mich dabei 3,5 auch anschließen. Ich fand den auch schön. Der hat mich auch wirklich berührt. Also auch, der hatte die Szenen, gerade auch am Anfang diese Therapiesitzung oder auch später diese Feier. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Das Einzige, wie gesagt, gegen Ende lässt er für mich nach, aber ist für mich trotzdem ein Film, das, würde ich sagen, wer ansatzweise Lust hat, entweder in den Trailer reinschauen oder sich die Inhaltszusammenfassung nochmal durchlesen, doch, den kann man sich auf jeden Fall ansehen. Gut, ja dann haben wir doch zwei Empfehlungen, würde ich sagen, hier ausgesprochen. Ja, und das hatte ich in der letzten Folge, also zumindest wo wir Moffi und Sister My Sister hatte ich mit Luisa besprochen, gesagt, da waren wir nicht ganz so angetan und haben gedacht, vielleicht mal sehen, was in der Zukunft von der Queerfilmnacht kommt und siehe da. Also ihr habt mir jetzt richtig Lust nochmal gemacht auf den anderen Film. Ja, der macht schon echt Spaß. Also ich hätte auch kein Problem damit, den nochmal zu sehen bald mal. Nö, würde ich auch noch Also mal, bei beiden.
Ja, fein, dann. Ich würde mich jetzt mal verabschieden und wie gesagt, ich behalte das Queerfilmfest mal im Auge und werde mir jetzt erstmal eure Besprechungen zu den letzten Filmen anschauen. Und dann bin ich gespannt, was da noch so kommt. Dann danke ich euch noch und sage schon mal Tschüss. Dann sage ich auch nur noch Tschüss. Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmbesprechung. Diesmal sitze ich mit Lida hier in meinem virtuellen Talkstudio sozusagen. Hallo Lida. Hi. Und wir besprechen den Dokumentarfilm Kleines Mädchen. Jetzt haben den vielleicht unter anderem Leute schon gesehen unter anderen Namen. Der Originaltitel ist Petit Fille. Und ich habe ihn mir vor einer Woche als Pressescreener anschauen dürfen. Und Lida, du kennst den ja schon länger, nämlich schon seit letztem Jahr Berlinale. Möchtest du uns vielleicht kurz erzählen, um was es da geht? Gerne. Der Film ist vom Dokumentarregisseur Sebastian Lifschitz, den einige von euch vielleicht kennen. Einer seiner bekanntesten Filme war auch eine Doku mit einem ähnlichen Thema, mit dem Titel Bambi. Da ging es um eine ältere transsexuelle Person und diesmal geht es um eine ganz junge. Nämlich die Hauptfigur Sascha ist ein kleines Mädchen, das aber bei der Geburt, also als Junge geboren wurde und nun in der französischen Provinz aufwächst. Die Dokumentation begleitet Sascha und ihre Familie im Prinzip durch ihren Alltag, der aber voller Hürden ist. Denn die Schule zum Beispiel oder auch bestimmte Freizeitvereine wie die Tanzgruppe des Mädchens wollen das nicht akzeptieren, dass das Kind eben nicht die genetisch übereinstimmende Geschlechtsidentität hat, sondern der Fachbegriff dafür ist Gender Dysphoria. Das ist das Englische. Die deutsche Übersetzung ist da noch etwas rückständiger und spricht von Geschlechtsidentitätsstörung. Wobei der Begriff Störung zu Recht kritisiert wird. Die Doku ist relativ knapp und 85 Minuten lang. 2020, wie gesagt, kam sie raus. Und das war so etwa der Inhalt. Wie fandest du das Ganze denn, Maximilian? Also den ganzen Film an sich, also es ist erstmal super, dass da ein relativ frisches Thema irgendwie rausgegriffen ist, weil Transgender an sich kennt man ja jetzt tatsächlich größtenteils nur verfilmt oder dokumentiert von Personen, die ihre Pubertät schon hinter sich haben. Ich weiß nicht, ob das Lifschitz mit seinem Film Bambi vorher auch schon irgendwie erst nach die Pubertät gesteckt hat. Genau, das war der Rückblick einer schon sehr gealterten, also einer Seniorin quasi, die auf ihr sehr bewegtes Leben zurückgeblickt hat. Und ja, also, es ist ein bisschen schwer jetzt für mich über Kleines Mädchen wertend zu reden, denn also ich mochte den Film sehr. Ich fand auch die intimen Einblicke in diese Familie, überhaupt so dieses Konglomerat Familie, wie geht vor allem die Mutter mit der Entscheidung der Siebenjährigen um, was macht sie sich immer wieder für Vorwürfe, vor allem woher kommen die jetzt dann von ihr selbst oder von den Behörden getrieben sozusagen. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch ein bisschen schade, dass, also mir kam es ein wenig so vor, als würde er zu unaggressiv gegen die Behörden vorgehen, dieser Film. Ich glaube zwar nicht, dass es in den Kontext des Films gepasst hätte, wenn da jetzt, keine Ahnung, es gibt da beispielsweise ja diesen Direktor der Schule, der mehr oder weniger so als ominöses Phantom immer über allem schwebt und ja, seine rückständige Meinung mehr oder weniger auf Kosten des Kindeswohls immer wieder von sich gibt, wird aber nie gezeigt im Prinzip. Es wird immer nur die Familie gezeigt, wie sie mit diesen Sachen umgeht. Und was ich auch ein bisschen komisch fand, ich habe mich da mit meiner Freundin danach ein bisschen unterhalten, eigentlich ist ja dieser ganze Weg, der mehr oder weniger zur Geschlechtsumwandlung führt, ist ja sehr viel schwieriger durch die Behörden zu schleifen, als man es jetzt in einem 85-minütigen Dokumentarfilm irgendwie reinbringen könnte. Deswegen, ja, ich weiß nicht, das ist so meine Grobzusammenfassung meiner Meinung.
Du benennst eine Sache, die mir auch damals ganz stark aufgefallen ist, nämlich diese riesige Leerstelle, die der Film lässt. In meinem Empfinden waren es sogar nicht nur eine, sondern gleich mehrere. Zum einen eben, wie du sagst, alle, die Sascha abneigend gesonnen sind, die also zum Beispiel kein Verständnis haben für ihr Empfinden, die darauf bestehen, dass Sascha, dass es in der Schule noch extrem rückständig jungentypische traditionelle Kleidung trägt. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Der Film ist in der Gegenwart gedreht, also dass eine Schule, es gibt es aber leider eben auch noch hier, das ist nicht so ungewöhnlich, von Mädchen und Jungen verlangt, dass sie traditionelle, in Anführungsstrichen geschlechtsspezifische Kleidung tragen. Und auch mit den eben männlichen oder respektive weiblichen Pronomen entsprechend ihrer Genetik angesprochen werden. Hm. Das heißt, da sind total rückständige Kräfte und man sieht niemanden von denen im Film. Man lässt sie auch nicht zu Wort kommen, was mich sehr interessiert hätte. Ich hätte gerne zum Beispiel deren Argumente, deren Motivation gehört. So dass es bestenfalls auch höchstens Briefe oder Schreiben der Schule, die ja dann aber auch nur zusammengefasst werden. Man erlebt überhaupt keinen Menschen im Film unmittelbar, der da irgendeine Form von antagonistischer oder kritischer Position hat. Und dann muss man auch dazu sagen, dass auch Sascha selbst nie direkt zu Wort kommt. Wir haben sie nie im Interview, der Regisseur spricht nie vor der Kamera mit ihr, so dass es für den Zuschauer sichtbar ist, ob so ein Gespräch stattfand. Wir wissen auch nicht, ob das vielleicht der Wunsch dieses Mädchens war, dass sie lieber nicht im Film direkt sprechen wollte, dass die Eltern vielleicht das gesagt haben, wir stehen quasi noch als vermittelndes Element dazwischen, das ist uns zu viele Medienaufmerksamkeit für das Kind, es ist zu belastend, wie gesagt, es ist 7 Jahre alt. Ja. Das wäre alles verständlich gewesen, aber man weiß es nicht. Auch der Zeitfluss in diesem Film war für mich nicht immer klar, wann bestimmte Zeitepisoden zum Beispiel vergangen sind. Da spricht dann Sascha oder deren Eltern beziehungsweise von ihrem ersten Schultag gesprochen nach den Ferien. Und dann auf einmal hat sie schon Freunde und man weiß nicht, war das jetzt ein wochenlanger Prozess oder ein monatelanger Prozess? Was ist da passiert? Mhm. Und eben auch die ganzen Ängste oder Sorgen oder auch die schwierigen Aspekte bei einer Geschlechtsangleichung, zum Beispiel die Frage eben, Sascha ist sehr, sehr jung. Was ist, wenn sich diese Einstellung im späteren Leben ändern sollte? Das sind eben Fragen, die da sind. Und soll man jetzt anfangen, Pubertätsblocker einzunehmen, die ja dann auch nicht ohne Nebenwirkungen oder ohne Einfluss auf die Entwicklung sind? Oder kann es vielleicht sein, dass das Kind später sein Empfinden ändert? Genau wie viele Leute ja vielleicht erst später im Leben wirklich erkennen, dass sie Transmenschen sind und nicht das als kleines Kind schon wissen, ist es ja auch denkbar, dass es umgekehrt ist, dass sich die Empfindung verschiebt. Und solche Aspekte werden nie ausreichend für mein Empfinden diskutiert. Es wäre für uns wahrscheinlich als Zuschauer auch interessanter gewesen oder beziehungsweise ein bisschen erleuchtender gewesen, wenn man da ja ein bisschen dialektischer mit dem ganzen Prozedere, mit dem ganzen Prozess irgendwie umgehen hätte lernen müssen. So, jetzt habe ich es genau richtig ausgedrückt. Nee, weil ich finde, es ist tatsächlich ein Thema, bei dem, also ich, wenn man mir jetzt vorher gesagt hätte, man müsste jetzt so ein siebenjähriges Mädchen irgendwie danach fragen, was es will, und das wäre aber dann irgendwie verbunden mit einem großen Eingriff in die Hormone, dann keine Ahnung. Also ich hätte da mehr Expertenmeinungen irgendwie gewollt. Weißt du, wie ich meine? Ich denke, wir haben da das gleiche Bedürfnis nach mehr medizinischem Hintergrund oder mehr Aufklärung, was das eben alles bedeutet oder wann man wo konkret ansetzt. Der erste Schritt, der im Film auch einmal kurz genannt wird, ist eben, dass dann hormonell Pubertätsblocker eingesetzt werden. Das heißt, die Pubertätshormone, die ja dann, ich weiß es nicht genau, wenn keine Ärzte haben, also etwa im Alter dann von 11 Jahren an, bei Mädchen und Jungen ist ja auch immer dann von Kind zu Kind verschieden, wann die Pubertät konkret einsetzt, die dann unterdrücken, dass die Hormone ausgeschüttet werden, sodass diese primäre Geschlechtsentwicklung nicht in dem Sinne stattfindet. Aber auch das kann man ja nur eine bestimmte Zeit lang machen. Der nächste Schritt wäre dann die Gabe von den jeweils anderen Geschlechtshormonen, also im Fall von Sascha dann eben Östrogen, während das Testosteron unterdrückt wird. Und erst später stünde dann vielleicht eine angleichende Operation an und in welchem Maße da gibt es dann eben verschiedene Formen von Operationen, in welchem Maß die denn erforderlich sind, hängt dann auch von den Wünschen des individuellen Patienten ab. Da fehlte mir auch sehr viel,
an Information. Man merkt eine große Herzenswärme in dem Film. Das kann man auf der positiven Seite sagen, sowohl vom Regisseur als auch von der Familie. Aber das war mir dann manchmal etwas zu süßlich einlullend. Ja, ja, mir hat tatsächlich dieser Moment irgendwie gefehlt, der so richtig die Wut auf die Behörden nochmal auf 11 dreht. Weil alles, was da bisher irgendwie war, das war so dieser Zustand, den ich eh persönlich schon vorsehen des Films irgendwie hatte, dass man natürlich in einer rückständigeren Gesellschaft, je mehr die konservativen Mächte irgendwie an der Kraft sind, desto weniger wird sowas geduldet, das wissen wir ja alle. Und es ist aber nie irgendwie so drüber hinausgegangen und es hat sich dann immer wieder so in diese Familienwärme zurückgemuckelt, finde ich. Du hast ja nicht mal in der Familie irgendwie, ich habe ein bisschen damit gerechnet, ja, vielleicht hat der Vater irgendwie ein Problem damit. Oder es müsste vielleicht irgendjemanden in der Familie geben, vielleicht irgendwelche Großeltern oder so, die diese Sachen dann nicht verstehen. Aber nee, irgendwie haben da alle an einem Strang gekämpft, was natürlich für Sascha super ist. Ist ein total süßes Mädchen. Aber es irgendwie, ja, es ist dann doch ein bisschen zu märchenhaft irgendwie und auch zu, es wurde auch zu einfach dargestellt, dass sie dann nach Paris gehen und dann werden in einem Gespräch alle ihre Probleme mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen vom Tisch gekehrt, aber ja, schon leicht angelöst. Also sie haben immer wieder Mitstreiter für ihren Kampf gefunden und das ist auch schön und gut und wenn es einfach wäre, wäre es auch toll, aber ich glaube, dass die Realität ein bisschen anders aussieht. Das denke ich auch, denn Sascha ist ja nicht nur sozusagen privilegiert oder sehr glücklich dran durch ihre verständnisvolle Familie. Das war übrigens auch ein weiterer Punkt bei dem Film. Mitunter tauchten da so Jugendliche auf und dann war für mich auch nicht ganz klar, sind das jetzt Geschwister, sind das Babysitter, sind das vielleicht Cousinen oder Cousins? Mhm. Da wurde dann auch oft nicht genau erklärt, wer sind diese Menschen und welchem Kontext stehen die jetzt zur Familie. Also Sascha ist ja auch dadurch privilegiert, dass ihre Familie offenbar Geld hat und sozial sehr gut gestellt ist. Da ist dann auch zum Beispiel die nächste Frage, inwiefern wird so ein langwieriger medizinischer Prozess von der Krankenkasse unterstützt? Inwiefern wird der mitgetragen? Bis heute ist es ja so, dass zum Beispiel ein Großteil der Operationen, die nötig sind, nicht von Krankenkassen übernommen werden, dass die Leute selber sparen müssen oder dass eben nur ein ganz geringer Teil dann gesagt wird, okay, das da ist einfach nur Beauty sozusagen und das ist notwendig. Und dann gibt es natürlich auch bestimmte Altersgrenzen manchmal in der Medizin, die für Transmenschen große Hürden sein können, wenn es heißt, du musst so viele Jahre auf deinen, muss dieser Prozess in Bearbeitung sein oder erwogen sein, du musst dieses Mindestalter haben und so weiter. Von all diesen behördlichen Schwierigkeiten hört und sieht man nichts im Film. Oder auch zum Beispiel solche Namensfragen. Im Film hören wir immer den Namen Sascha. Wir erfahren nicht konkret, ist das jetzt, ist ja ein geschlechtsneutraler Name, was dann wieder für das Kind sozusagen eine Art Glücksgriff wäre. Aber wie ist das zum Beispiel mit Namen? Wenn jetzt ein Kind einen ganz eindeutigen Namen hat, dann ist ja auch die Änderung dieses Namens nicht ohne weiteres möglich. Oder wie läuft denn dieser Prozess, bis man es dann erreicht hat, dass alle Leute tatsächlich den gewünschten Namen verwenden und nicht dieses sogenannte Dad-Naming, also das Verwenden des alten Namens ansetzen? Ja, ich meine, das Gleiche ist es wie mit dem Freundeskreis auch. Okay, wenn du jetzt als siebenjähriges Mädchen auf deine Freunde zugehst natürlich und dann irgendwie sagst, ja, ich bin jetzt ein Mädchen. Ganz ehrlich, ich glaube, dass kleine Kinder ganz einfach mit solchen Dingen, und ich kenne das halt auch aus dem persönlichen Umfeld, einfach sehr viel offener sind. Die interessieren sich für viele Dinge einfach nicht. Aber jetzt lass sie mal 12 werden oder in die Pubertät kommen und dann. Mich würde mal interessieren, ob Lifschitz irgendwie geplant hat, da vielleicht so in 5 bis 6 Jahren nochmal nachzufragen, wie es jetzt da weiterläuft. Das wäre für mich sicher auch interessant. Also bekannt ist mir nichts. Damals von der Berlinale gab es keine entsprechenden Infos, aber auch ich wäre sehr neugierig zu wissen, wie es denn für Sascha weitergeht auf ihrem Weg, der hoffentlich glücklich verläuft. So war es für mich auch ein hübscher, wohlwollender Film, den ich auch unterstütze aufgrund der Thematik, der sicher geeignet ist, um vielleicht Leuten, die kaum mit dem Thema bisher Berührung hatten oder eine eher
abneigende Haltung haben, um die da heranzuführen und denen auch quasi auf harmlose Weise zu zeigen, dass das nichts ist, wovor man Angst haben muss oder dass das keine irgendwie seltsamen, unnormalen Menschen ist oder auch eben dieses alte Dogma, dass das nichts mit äußeren Einflüssen zu tun hat, so eine Einstellung, sondern dass die eben angeboren ist und man so auf die Welt kommt und nicht irgendwo was eingetrichtert bekommen hat. Also das wäre jetzt auch mein Prädikat so als kleines Fazit irgendwie gewesen, dass ich sage, es ist für Leute, die sich mit dem Thema jetzt, die frisch zu dem Thema kommen, ist es definitiv ein sehr einsteigerfreundlicher Film und er liefert auch genug, er verstreut genug Interesse, dass man sich dann später in eigener Recherche vielleicht aus dem Netz ziehen kann. Aber ich glaube, wir haben uns schon im Vorfeld öfter mal mit dem Thema befasst oder auch mal die ein oder andere Diskussion darüber geführt. Und da fand ich ihn jetzt nicht zu 100% befriedigend. Ja, das ging mir ganz genauso. Wie viele von 0 bis 5 Schmetterlinge wollen wir dem Film denn jetzt jeweils geben? Ja, also wenn die gesunde Mitte bei 2,5 ist, würde ich so für den Informationsgehalt würde ich tatsächlich 2,5 geben. Und aber die Machart würde ich dann trotzdem so auf 3, ja, ich gebe dann 3 Schmetterlinge für die Machart, weil er dann doch sehr herzerwärmend war. Und die ein oder andere Träne musste ich dann doch verdrücken, wenn Sascha dann auch mal vor der Kamera weinen musste. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich gebe dem Film auch 3 Schmetterlinge, eben im positiven Sinne, aber auch mit dem Hintergedanken, dass gut gemeint eben nicht immer so gut gemacht bedeutet. Na, aber wir hoffen auf eine Fortsetzung. Die geben wir jetzt mal raus ins Weltall und in dem Sinne würde ich sagen, Lida, schön mit dir gesprochen zu haben über das Thema. Hat mich auch gefreut. Vielleicht haben wir dem einen oder anderen ein bisschen Lust drauf gemacht. Noch so kurz zur Info, ich glaube ab dem 4.2., also seit dem 4.2. ist ja schon in der Vergangenheit, gibt's das Ganze als VOD und Streaming-Angebot, fragt mich aber nicht wo, das kann man selbst googeln. Okay. Gut, dann Lida, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau in deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!